Hollys Hängerkleid mit Kätzchentaschen für solche, die schon ein wenig Näherfahrung haben. Du lernst, wie man eine rückwärtige Schlitzblende versäubert, eine Passe füttert und anbringt, einen Saum mit einem Bändchen versäubert und die Nahtzugaben wunderbar paspelliert. Wenn du alle Teile zugeschnitten hast, dann ist es ganz wichtig, alles genau vorzubereiten. Und zwar werden wir jetzt erstmal ein bisschen Flisseline auf die Teile aufbügeln, die Verstärkung benötigen. Dazu gehören natürlich die Täschchen, die vordere Passe und die hintere Passe. Du kannst natürlich auch auf die Schlitzblende ein wenig Flisseline aufbügeln. Also wenn du ein leichteres Material hast, dann würde ich dir empfehlen, Flisseline zu benutzen. Für Cord ist es eigentlich nicht notwendig. Als erstes versäubern wir jetzt die Schlitzblende. Zunächst einmal schneiden wir ein bis zu der Stelle, an der es steht Cut to this point. Dann haben wir zwei Teile für die Versäuberung, ein längeres und ein kürzeres. Alle beiden Teile haben einfach alle Außenseiten nach innen gebügelt und dann ist das Anbringen eigentlich relativ simpel. Zunächst einmal wird die kürzere Seite eingeschoben und zwar gerade so, dass wir eine kleine Nahtzugabe haben. Das kann Zentimeter sein, das kann auch weniger sein. Das ist eigentlich relativ unwichtig. Jetzt werden wir das schön stecken und dann anschließend nähen. Und zwar von oben bis hier zu dieser Ecke und dann rüber. Immer schön sicher gehen, dass die Nadel unten ist, wenn man seinen Stoff dreht. Jetzt bringen wir natürlich die längere Seite auch an. Die muss übrigens unten auch umgefaltet werden. Das sieht man hier in diesem Video nicht so gut. Und zwar so, dass sie gerade die untere Seite verdeckt. Jetzt können wir diese Seite auch annähen. Und zwar nähen wir bis zu dem Punkt natürlich, wo wir die andere Seite wieder unterschieben wollen. Und zwar ist das genau an dieser Stelle. Es ist ein bisschen verschwommen, es tut mir leid. Und jetzt habe ich meine Nadel fast hochgemacht und das andere Teil wieder unten runtergeschoben. Und jetzt kann ich hier einmal runternähen, meinen Stoff drehen, zur anderen Ecke rübernähen und wieder hochkommen. Dabei ist es jetzt ganz wichtig, wenn ich wieder hochkomme, dass ich genau bis zu der Stelle nähe, wo ich die untere Schlitzblende mitfasse. Das heißt so bis hier 2 mm drüber. Dann drehe ich meinen Stoff wieder und nähe zur anderen Seite. Und jetzt mache ich dieses charakteristische Kreuz noch darauf und dann ist das auch schon fertig. Es ist relativ einfach zu machen. Das Bügeln ist am allerwichtigsten. Einmal gut gebügelt, ist schon fast genäht. Jetzt reihen wir unser Vorderteil ein. Zunächst mal musst du dir markieren, wie breit das sein muss. Du kannst natürlich auch eine Falte einlegen und dann werden zwei Fäden mit großer Stichlänge eingebracht und dann wird die eine Seite davon schon mal befestigt, dadurch, dass ich den Faden um eine Nadel wickel. Und dann kann ich von der anderen Seite die Oberfäden ziehen und das Ganze einreihen. Und wenn du das richtig schön fest eingereiht hast, ist es in der Regel die richtige Breite. Also 2 cm von jeder Seite musst du breiter einreihen, als deine Schnipse sind. Wie man Nähte abpaspelt. Paspelierung hat normalerweise eine Seite, die kürzer ist als die andere. Das ist ganz schön, weil die kürzere Seite wird natürlich zuerst angenäht und zwar auf die Innenseite deines Kleides. Und dann solltest du direkt in der Falte nähen, nicht die Nadel angucken, sondern dir tatsächlich einen Punkt suchen auf deinem Füßchen
und damit wird das dann in Einklang gebracht. Dann kannst du jetzt deine Paspillierung einfach nach außen rollen und wieder festnähen. Ich nähe hier so ungefähr 2 mm neben meiner Kante. Anschließend können wir gleich unsere Naht machen. Vorne ist natürlich breiter durch diese Einreihung, das ist richtig so. Die Nähte aufeinander bringen und wir nähen mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Und du solltest jetzt, wenn du diese Naht nähst, natürlich diesen Zentimeter genau behalten. Nur dann sieht das auch wirklich schön aus, wenn du fertig bist. Du hast da Markierungen auf deiner Nähmaschine und an die musst du dich halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann sieht es gebügelt so aus und es ist also super schick und einfach. Jetzt wollen wir unseren Saum versäubern mit einem Bändchen. Und mein Bändchen hier ist ein Handtrittbändchen, ganz, ganz einfaches, billiges Ding. Und es ist eine ganz tolle Sache. Du kannst natürlich ein richtig schickes Bändchen nehmen und dir zwischendurch auch noch mal einen Kaffee machen, weil es ganz schön anstrengend ist, ne? Und dann nähst du da an der Kante schön entlang und es ist schon fertig. Und es sieht wirklich ganz, ganz sauber aus und vor allem nicht hausgemacht. Jetzt nähen wir unsere Kätzchentaschen. Als allererstes wird die Applizierung aufgebracht und wenn du nicht genau weißt, wo du die anlegen sollst, dann kannst du die Schablone nehmen, damit es einfacher ist. Und jetzt nähe ich meinen Dreifachstich einfach um alle meine ausgeschnittenen Teile, also meine Augen und meine Nase herum. Dabei ist zu beachten, dass die Nadel immer im Stoff stecken muss, wenn du deinen Stoff drehst, damit die Stichformierung schön rund wird. Anschließend kann ich dann auch gleich meine Pupillen aufbringen. Die werden dann auch angenäht und deine Barthaare und dann kann das Ganze schön auch wieder mit diesem Dreifachstich genäht werden. Und du siehst hier sehr schön, wie ich vorwärts, rückwärts, vorwärts gehe, vorwärts, rückwärts, vorwärts, drehen, vorwärts, rückwärts, vorwärts, drehen oder auch nicht, ne? Vergessen. Wenn du nicht genau weißt, wo du die Ohren positionieren sollst, ich habe die hier aus meiner Schablone rausgeschnitten und dann kann ich die anbringen, aufstecken und auch aufnähen. Dann legst du dein Futter mit der rechten Seite natürlich nach unten. Die linke Seite ist jetzt oben auf, oben drauf. Und dann brauchst du eine Öffnung unten dran. Und ich habe hier so ungefähr 4 bis 5 cm. Und dann nähe ich einmal ganz rum. Und weil das natürlich die reine Magie ist, ist das schon fertig. So schnell geht das im Video. Einmal rundherum genäht, Nahtzugaben zurückgeschnitten und eingeschnipst. Dann kann ich das Ganze drehen, bügeln und die Tasche ist schon fertig. Als nächstes wird die Tasche auf das Kleid aufgenäht. Und zwar so, dass sie so ein bisschen über die Seitennaht geht. Ich fand das eine richtig niedliche Sache so. Dann das ganze Kleid auf links drehen. Die andere Tasche auch rechts auf rechts auflegen und dann kann ich mir die von außen jetzt feststecken. Da ist die natürlich genau in der richtigen Position. Das ist also eine ganz einfache Sache. Und 2 Nadeln reichen da, um das zu befestigen. Dann wieder auf rechts drehen und dann kannst du nochmal jetzt von dieser Seite dir ein paar Nadeln einstecken. Die anderen Nadeln natürlich wieder entfernen, damit die nicht im Wege sind, wenn du einmal rundherum nähst. Nähen wir einmal rundherum um die Ohren und lassen natürlich oben offen und das ist dann unsere Tasche.
Jetzt werden wir unseren Armausschnitt abpaspeln. Und zwar habe ich meine Paspel hier ausgebügelt und dann auf die Hälfte gebügelt. Und ich bringe die auf die rechte Seite auf. Und dann wird die angenäht und zwar so 3 bis 4 mm von der rauen Kante entfernt. Und was auf meiner Pfaffmaschine ganz toll ist, du kannst deine Nadel nach rechts rüber bewegen. Das geht an den meisten Nähmaschinen nicht, aber bei Pfaff geht das. Da kannst du sowohl deine Nadelposition nach links als auch auf rechts stellen. Das ist natürlich toll, denn ich kann jetzt mein Füßchen genau auf diese raue Kante legen, meine Nadel etwas rüber positionieren und habe genau die richtige Position. Und dann muss meine Paspel immer gerade eingeführt werden und der Stoff unten drunter wird bewegt und zwar in die Position, dass das schön aufeinander liegt. Dann wird die Nahtzugabe zurückgeschnitten und jetzt wollen wir noch einmal die Nahtzugabe festnähen. Und zwar rollen wir unseren Paspel auf die Nahtzugabe und nähen sie fest. Das gibt uns dann eine ganz wunderbare Kante. Um ganz ehrlich zu sein, brauchen wir das gar nicht bügeln. Das wird jetzt auf links gedreht und dann noch einmal an der Kante festgesteppt. Und wenn du alles ganz genau gemacht hast und da nicht zu schnell gewesen bist und gedacht hast, ach, das geht schon, ist zwar nicht ganz gerade, aber macht nichts, dann hast du hier einen ganz schönen Armausschnitt. Also nimm dir wirklich die Zeit, das richtig gut zu machen, denn das sieht jeder. Da guckt man hin. Jetzt können wir auch schon unsere Passe anbringen. Mann, geht das schnell. Also jetzt wird erstmal die Schulternaht zusammengenäht und auch wieder wie Magie ist das schon fertig, ne? Geht so schnell auf dem Video, nicht wahr? Und wir können jetzt unser Futter aufbringen und du hast da die Schnipse natürlich an der Stelle, wo wir unsere Schulter haben. Das wird auch zusammengenäht und jetzt wird das erstmal schön gesteckt, sowohl im Halsausschnitt als auch an der Stelle, wo wir unsere Schulter offen haben. Und da hast du einen Schnips. Den Schnips markiere ich mir mit einer vertikalen Stecknadel. Und dann wird der Halsausschnitt mit 1 cm Nahtzugabe genäht. Du kannst natürlich auch gleich an der Seite runternähen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe das anschließend gemacht. Gleich die Seite mit schließen. Und dann außerdem natürlich zwischen diesen vertikalen Nadeln deine Schulter auch schließen. Dann wird das alles schön eingeschnitten, damit sich der Stoff besser drehen lässt. Und wunderbare Sache, einfach zurückschneiden, drehen, bügeln und wir sind schon dabei, das Ganze anzubringen. Und zwar musst du da jetzt die rückwärtige Passe so ein bisschen öffnen, damit du das direkt auf das Ende deiner Schlitzversäuberung anbringen kannst und dann wird das einfach gesteckt. Und hier musst du auch wieder das so ein bisschen rauswursteln, damit du das anstecken kannst ans Ende. Du kannst natürlich auch bis ganz nach unten einschneiden, damit das ein bisschen einfacher ist anzunähen. Ich mache das nicht, mir ist das immer viel zu gefährlich. Ich denke, Mann, wenn das vielleicht ein bisschen ausfranst, das möchte ich auch nicht. Also ich fummel lieber ein bisschen. Das musst du sehen, welche Methode dir da besser gefällt oder auch für dich leichter ist.
Das Futter wird jetzt einfach eingeschlagen und dann festgesteckt. Da muss man sich die Zeit nehmen, das wirklich ganz ordentlich zu machen, und dann sieht das anschließend prima aus. Beim Nähen unbedingt darauf achten, dass du deinen Zentimeter Nahtzugabe einbehältst. Es ist ganz einfach, wenn man Rundungen näht, dazu sagen, ach, das macht ja nichts. Das sieht man dann alles. Also dieser Zentimeter ist ganz, ganz wichtig, und wir nähen zwischen den beiden Einreihfäden genau durch und bis zum Ende, wie gesagt, also nur bis zum Ende nähen und keinen Stich drüber, damit man nicht aus Versehen etwas einnäht. Ich schlage jetzt mein Futter wieder ein, und zwar stecke ich das so, dass ich gerade meine Nahtlinie verdecke, und dann wird das von der Außenseite abgesteppt. Und jetzt steppen wir das einfach rundherum fest. Die Entfernung natürlich von der Stoffkante sollte immer gleich sein, also musst du dir einen Fixpoint suchen auf deiner Nähmaschine. Und wenn du es umfaltest, dann kannst du jetzt hier genau sehen, es hat also das ganz gut gegriffen, den Stoff, und unsere Passe ist fertig. Knopflöcher, jeder liebt sie. Also zunächst einmal musst du auf deiner Passe dir die Mitte hier markieren, und dann markiere ich mir außerdem den Anfang von jedem Knopfloch. Dann kann ich das nachmessen und gucken, habe ich das auch richtig gemacht, und eventuell neu setzen. Die Nadel, dann gucke ich, wie lang muss mein Knopfloch sein. Wenn ich das weiß, dann muss ich erstmal meine Nadel runtersetzen, und zwar genau in dem Punkt, wo das Zentrum meines Knopfloches ist. Dann erst wird das Knopflochfüßchen in Position gebracht für die Länge, und dann kann ich mein Knopfloch nähen. Es ist natürlich so, dass jede Maschine da etwas anders ist. Wenn du eine elektronische Maschine hast, dann würde ich sehr davon ausgehen, dass wahrscheinlich das Knopfloch nach hinten losgeht und nicht nach vorne. Also du musst das selber herausfinden, was da am besten ist für dich, und einfach üben. Es ist also wesentlich einfacher, als man denkt. Und am Ende sollte dann der Knopf zwischen deiner beiden Riegel gut sitzen. Jetzt noch einmal, also Nadel in Position bringen und runterlassen. Dann deine Markierungssstecknadeln wieder entfernen. Dann die Länge des Knopfloches in Position bringen und dein Knopfloch nähen. Ich schneide meine Knopflöcher auf mit einem Quick Unpick, und dann nehme ich eine kleine Schere. Nun müssen wir nur noch unseren Knopf annähen, und zwar ist da das einzig Wichtige wirklich, dass du über deinem Daumen den Nagel so ein bisschen darunter hast und über deinem Daumen nähst, damit der Knopf schön locker angenäht ist. Denn du hast ja schließlich noch mehrere Stofflagen, wenn du das jetzt zumachst, dein Kleidchen. Und damit das nicht eng aussieht, ist das ganz, ganz wichtig, dass du so ein bisschen Raum hast für diesen Stoff.
Als letztes wollen wir jetzt die Minimaus-Bow nähen. Die ist wieder auch ganz einfach und zwar nur aus einem Rechteck von Stoff. Mein Stoff hat nochmal einen mittleren Riegel hier, der ist auch einfach nur gebügelt. Und zwar ist das Rechteck 17 x 9 cm breit und lang. Und es ist einfach zur Mitte hin gebügelt, sodass die Außenseite sich überschlägt so ein wenig. Und dann bringe ich das nochmal ein von beiden Seiten. Wieder muss ich das auch überschlagen. Und dann werde ich das einfach von Hand zusammennähen. Und am Ende kann ich dann meine Stiche zusammenziehen und um diese kleine Schleife herumwickeln. Wer das jetzt ein bisschen genauer sehen möchte, ich habe da ein zweites Video, und zwar wie man eine Schleife näht ohne Nähmaschine. Da kannst du dir das dann ganz genau und auch länger ansehen. Das ist eine ganz niedliche kleine Schleife, ganz einfach gemacht. Jetzt muss ich die nur noch anbringen und zwar nähe ich da durch, die ganze Passe durch von hinten mit ein paar Stichen. Und du kannst natürlich dann auch von vorne nochmal die Seite deiner Schleife jeweils festnähen. Und dein Kleid ist auch schon fertig. Das war Holly's Kitty Cat Dress. Das ist ein digitales Schnittmuster wieder von frogsandfrolics.com. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und tschüss, bis zum nächsten Mal.